Camembert, Brie, Roquefort. Frankreich ist unbestritten ein Paradies für Käseliebhaber. Die Franzosen lieben ihn und das tut auch diese gebürtige Venezolanerin, obwohl sie seit 3 Jahren vegan lebt. Mein Mann und ich haben nach handwerklichen Gourmetprodukten gesucht, weil wir beide für unser Leben gern essen. Wir waren gerade Veganer geworden und wollten nicht auf die Qualität verzichten, die wir vorher hatten. Also begannen sie, veganen Käse herzustellen. Zunächst für sich selbst und spezialisierte Geschäfte, bevor sie Ende 2016 die erste vegane Molkerei in Paris eröffneten. Aus Cashewnüssen oder Mandelmilch entsteht hier Fromage, ein Wortspiel aus den französischen Worten für falsch und Käse, faux und Fromage. Die Paste wird fermentiert und reift dann für bis zu 15 Tage. Lecker schaut's ja aus, aber schmeckt das den verwöhnten Parisern auch? Das ist fast gekommen, die Hummus. Ehrlich gesagt, nein, danke. Gut. Ich mag es. Ich mag Käse gar nicht, aber das ist nicht schlecht. Es sieht so aus, als ob der vegane Käse den Paris-Test bestanden hätte. Und schon wird an einem neuen Produkt getüftelt, das dem echten Fromage noch ein Stück näher kommt.